Hier ist Lutz von Rosenberg-Lipinski. The politics of dancing. The politics of ooh, ooh, feeling good. The politics of moving. Is this message understood? Das Wählen ist doch ein Albtraum. Also ich rede noch nicht mal vom Weitergehen im Engagement. Einfach nur wählen gehen ist doch grauenhaft. Ja, gehst da hin, das ist unser Wahllokal zum Beispiel, das ist immer eine Schule. Wer geht denn da gerne hin? Und auch noch am Sonntag. Und freut sich, wenn er einen Schulhof betritt, weil ihm das so schöne Erinnerungen zurückbringt an seine eigene Schulzeit oder was. Dann kannst du die Leute gleich in der Zahnarztpraxis wählen lassen. Da hat man noch mal richtig Bock. Ne? Oder noch besser, im Beerdigungsinstitut. Ne? Heißt ja auch Wahlurne. Ne? Furchtbar. Und diese Schulgelände, Alter, das sind ja auch nicht irgendwelche Schulen, das sind ja meistens Gesamtschulen. Ne? Wahrscheinlich, um die Hemmschwelle zu senken. Ja, damit da auch wirklich alle kommen und denken, ich schaffe das. Kabarett muss nicht sonderlich emotional sein. Es ist eigentlich immer eine Stimme der Vernunft. Und auch von einer gewissen Kälte. Ja, gegenüber gerade Mächtigen und Politikern, die man beschreibt. Gleichzeitig brauchen wir sehr viel Empathie und Mitgefühl, ja, also wirklich, um mit dem Publikum auch so sprechen zu können, dass es sich angenommen und aufgenommen und auch verstanden fühlt in seiner eigenen Fragestellung. Denn darüber sind wir hinaus, dass man sagt, da vorne auf der Bühne steht einer, der weiß alles und erklärt euch mal eben kurz die Welt. So funktioniert es ja nun mal gar nicht, sondern es ist ja im Idealfall so, dass man eine Frage erarbeitet am Abend und nicht zwangsläufig die Lösung auch schon gleich präsentiert. Oder wenn, dann im Einvernehmen mit dem Publikum. Geht genau um diesen Kontrast. Also das Thema kühl behandeln, aber das Publikum warm. Sagen wir doch mal ehrlich, Angela Merkel hat es auch nichts gebracht, dass Udo Walz sie frisiert hat. Ich weiß nicht, was man da noch machen soll. Die Atmosphäre in diesem Wahllokal ist so grauenhaft. Dann ist immer diese gedämpfte Stille, als wären wir in einer Kirche. Stehst in der Wahlkabine und hast den Stift in der Hand und denkst, die können am Geräusch hören, wen ich wähle. Es ist so, dass die Stimmung in so einem Kabarettprogramm jeden Abend anders ist. Natürlich. Und auch ich jeden Abend was anderes mache. Ich improvisiere auch viel, aber ich stelle auch einfach nur um oder lasse mich leiten von dem, was das Publikum an dem Abend offensichtlich interessant findet. Sogar Trauerfeiern machen ja mehr Spaß als wählen. Ja sicher, da wird wenigstens gesoffen. Am Wahltag? Nö, wieso heißt das überhaupt Wahllokal? Da gibt's ja nie was zu trinken. Nee. Vielleicht wäre das mal ein Ansatz. Ne? Zu sagen, komm, es muss mehr gesoffen werden. Wir brauchen Alkohol als demokratisches Schmiermittel. Scheiß Schulhof, da müssen Getränkebuden stehen. Wie beim Open Air oder beim Fußball. Weißt du, eine Bierbude und eine Schnapsbude und eine Cocktailbude. Oder noch besser, wie hier beim Eppendorfer Straßenfest. So eine Caipirinha-Trommel. Mit angeschlossener Latino-Kombo. Ja, wie geil ist das denn? Du kommst um 8, 9 Uhr zur Wahl und dann stehen sie da schon in ihren Baströckchen mit ihren Rasseln und Hawaii-Hemden. Eieiei, andale, andale, andale. Da kommst du doch ganz anders in Stimmung. Ich möchte unbedingt, dass mein Publikum mitmacht, immer schon und seit Jahren. Und habe Shows erlebt, die wirklich teilweise auch beängstigend waren. Was die Kommentierfreude des Publikums angeht. Und ich freue mich immer, wenn das passiert, weil das heißt, da sagt jemand was und das bedeutet, er fühlt sich wohl, er ist gelöst und sagt einfach mal was und haut mal einen raus. Und das ist manchmal auch lustig und das ist manchmal auch ernsthaft und macht Spaß. So, 18 Uhr macht das Wahllokal zu, ist uns scheißegal, dann ziehen wir halt nach Haus weiter. Dann gehen wir in die Kachel oder in Ratzes Papp und gucken Wahl so wie sonst nur Bundesliga. Ah, wenn eine Hochrechnung kommt, dann machen wir die Welle. Hoi! Und dann singen wir so Sachen, ja, wie Angela Merkel, Angela Merkel, Angela Merkel, du bist der beste Mann. Ich entscheide mich für die Qual der Wahl. Ich finde es sehr schön, wenn man im Leben Alternativen hat und sich was aussuchen kann, wozu man nicht nur Lust hat, sondern was einem auch in den Sinn kommt. Bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Wieder großartig. Ich kenne Lutz schon ziemlich gut aus einigen Shows. Und es hat mir wieder super gut gefallen. Ja, ganz fantastisch. War super. Wir haben uns heute erst entschieden und haben es nicht bereut. War ganz große Klasse. Schönen Gruß an den Künstler. War toll. Wir kommen wieder.